Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren. Passt. So, zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Heute gibt's wieder eine Zeitraffer-Folge. Ach ja, so, haben wir alles dabei? Das Zeug, ja. Stein bräuchten wir dann noch. Hier so, Stein halt. So. Den nehmen wir nur mit. Der lag immer schon ein wenig im Weg hier, finde ich. So. Und hier auch nachladen. Yeah. So. Jetzt dachte ich, da steht ein Hund. So, also, wir machen heute Zeitrafferfolge und zwar etwas länger als sonst, etwas länger als gewohnt, ja, aber das ist heute so. So, weil ich möchte beim Basebau wirklich etwas weiterkommen, ach ja, wir machen es gemeinsam. So, also, bis nachher. Ja, und keine Angst, ansonsten tut sich heute nichts, es gibt außer Zeitraffer nichts heute.
So, meine Lieben, ich würde mal sagen, das war's für die heutige Folge. Natürlich wird hier noch weitergebaut, natürlich geht's hier noch höher. Ja, bei Fenstern habe ich ein wenig überlegt, welche wir machen. Ich habe mich vorerst mal für das hier entschieden. Was ich hier schauen will, wenn wir Zementmischer bauen wollen. Eisen, Federn, Motor, mechanische Teile. Würde ich vorschlagen, das bauen wir gleich. Eisen, Federn, mechanische Teile. Eisen, so, Eisen. Moment, wir machen mal so. Und bringen da ganz viel rüber. So. So, irgendwo ist Eisen. Federn, mechanische Teile. Alter, hinkriegen. Eisen. Yeah. So, mechanische Teile. Und dann brauchen wir noch Federn. Yeah. Und ich glaube, einen Motor. So, einen Motor. Bam. So, das hier ist leer. Yeah. Dann würde ich sagen, das nehmen wir. Nö. Das nehmen wir auch gleich mit. So ist zwar jetzt etwas ungut sortiert, aber das kriegen wir wieder hin. So, da haben wir den hier. Und Gehörne, herrlich. So. Und das ganze Biozeug kommt da rein. So, das kommt hierher, das kommt hierher. Da haben wir die üblicherweise, beziehungsweise wir haben schon 13 Dietrich. So, und jetzt schauen wir nochmal rüber, Zementmischer. Wie war denn das? So, kann man einen bauen? Ja, yeah, ich hätte gerne einen zweiten später dann gebaut. Das dauert sowieso noch ewig. So, ja, da räumen wir das rein. So, dann haben wir hier Biokiste. Vorerst mal, wird natürlich noch später mehr. Wir werden es auch noch beschriften. Ja, wird ganz gut. So, und von den Kisten an sich brauchen wir ja auch noch mehr. So, meine Lieben, ich würde mal sagen, das war's für die heutige Folge. Das hier, dieses Teil hier, so, schauen wir uns an, dieses da, das sogenannte Force Field, habe ich von Jawoodle. Der hat mich auf die Idee gebracht, ewig lang schon her, und ich glaube, das haben wir in einer anderen Staffel auch schon einmal gemacht. Wunderbare Sache. Die Zombies können ja jetzt schön drüber springen, aber knallen dann trotzdem hierher und werden die Wände versuchen einzuschlagen. Aber an sich können sie über dieses Force Field nicht darüber. So, das war's vorerst. Ja. Soweit von mir. Vielen Dank fürs Dabeisein und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.